Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, wir haben immer noch eine Menge OCG-Zeug am Schlüssel, das abgearbeitet werden muss und da der letzte Teil von der 60.000-Euro-Sammlung immer noch auf sich warten lässt, drehen wir jetzt eine Placebo-Folge. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich habe, wie in der Anleitung bereits erwähnt, ein bisschen OCG-Stuff, den ich heute wieder mit euch abarbeiten möchte. Es ist tatsächlich auch ein äußerst seltenes Stück dabei, das wir auch gleich zu Anfang sehen werden. Bevor wir uns jetzt allerdings in dieses Opening stürzen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in recht großen Schritten auf die 3000 Abonnenten zugehen und ich diesen Meilenstein gerne in nächster Zeit stemmen würde. Wenn ihr also neu auf dem Kanal seid oder meine Videos bereits seit längerem verfolgt, ohne ein Abo dagelassen zu haben, ihr euch für Informatives rund ums Thema Sammeln interessiert und gerne das Seltenste und Schönste, das Yu-Gi-Oh! Zu bieten hat, zu sehen bekommen wollt, so dürft ihr gerne ein kostenloses Abonnement dalassen. Das Ganze ist vollkommen kostenfrei, hilft mir, meiner Reichweite und euch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und wenn euch das Ganze nicht mehr interessiert, könnt ihr natürlich auch wieder deabonnieren. Gar kein Thema. Sollten wir die 3000 Abonnenten bis Ende des nächsten Monats, also Juli, packen, dann werde ich exklusiv eine Karte vorstellen, die eigentlich ausschließlich für die Ausstellung vorbehalten ist und die andernfalls niemals auf meinem Kanal zu sehen sein würde. So, meine Freunde, wir starten jetzt allerdings mit den Neuzugängen. Bleibt dran, es wird richtig spannend und in dem Sinne, auf geht's! Ja, meine Freunde, die erste Karte der heutigen Folge ist auch gleich die teuerste und vor allen Dingen seltenste Karte des Ganzen. Die war übrigens PSA gegradet, ich habe die aufgeknackt. So wie ich halt bin, ne? Ich hole die mal hier kurz ein Stück raus. Die Karte ist wirklich perfekt erhalten. Sie hat absolut keinerlei Beschädigungen, nicht mal minimal. Unglaublich schön. Die Karte kennt ihr natürlich, es handelt sich um Gaia Zorniger Ritter hier aus PH. Das ist das japanische Pharaonic Guardian. Und ja, die Karte kommt ursprünglich nicht aus LOB, sondern aus Pharaonic Guardian. Also ganz ursprünglich, bei uns natürlich ursprünglich aus LOB, aber weltweit gesehen tatsächlich aus Pharaonic Guardian. Sehr cool. In Ultimate Rare noch im zweitältesten Layout, also das Auge von Anubis und der etwas breitere Namenskasten sind schon gegeben. Aber trotzdem unglaublich cool, dieses Layout fand ich auch mega nice, ne? Mega nice. Also das ist tatsächlich eine absolute Augenweide. Das Layout finde ich fast noch besser als unser altes Layout. Einfach weil es noch älter, noch mystischer und noch, ja ich weiß nicht, noch einzigartiger irgendwie wirkt. Also es ist einfach eine wunderschöne Karte, Kostenpunkt hier zwischen 150 und 200 Euro ungegradet. Ich habe jetzt für meine gegradete 280 Euro bezahlt. Da ich sie allerdings aufgebrochen habe, werte ich jetzt hier tatsächlich ausschließlich den Preis, wie die Karte eben angegradet ist. Und ja, ich weiß, dass dadurch eine Entwertung stattgefunden hat, aber ich mag einfach keine gegradeten Karten, Leute. Ihr wisst das. So, das ist die erste Karte der heutigen Folge. Wunderschön. Die zweite Karte, oh, die habe ich mir sogar zweimal rangeholt. Die zweite Karte wird zweimal rangeholt. Ja, sind wir heute wieder witzig. So, ist ein aufgegeben in Ghost Rare, beziehungsweise in Holographic Rare, noch in dem alten, aus dem Duelist Pack 19. Sehr cool, erschien vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren in etwa im OCG. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Kostenpunkt pro Stück liegt so bei in etwa 50 bis 55 Euro aktuell. Der Preis tendiert auch nach oben allerdings recht, ich sag mal, schleichend. Also die Karte explodiert jetzt nicht. Die Karte schleicht nach oben. Also sie, ich sag mal so jeden Monat so 2-3 Euro Mehrwert in etwa. Also kein enormer Preisanstieg aktuell, aber es ist auf jeden Fall eine Karte, wo sich ein Investment lohnt. Warum? Ganz einfach. Zum einen die Rarität, das ist eine Ghost Rare. Die ist natürlich im OCG nicht ganz so selten wie bei uns. Aber es handelt sich dabei natürlich auch um einen Fan-Favorite. Und wie teuer tatsächlich diese Duelist-Pack-Ghosts werden können, das zeigt uns zum Beispiel der Ra oder auch das dunkle Magiermädchen, das letztens rausgekommen ist. Also die können schon ganz schön hohe Preise erzielen an der Stelle. Dementsprechend ist es immer eine Überlegung wert, ob man sich da nicht vielleicht was ranholen möchte. So, weiter geht's mit einer Karte, die wir letztes Mal auch schon gesehen haben. Hier haben wir jetzt das dritte Exemplar, das ich mir rangeholt habe. Nämlich das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin aus der RC03. Ich glaube, Karten aus dem Set haben wir jetzt schon unendlich oft gesehen. Trotzdem wird's nie langweilig, weil es jede dieser Karten in unterschiedlichsten Rarities gibt. Und ich kann schon mal etwas spoilern für die jetzige Folge. Wir haben sie in allen drei Raritäten hier. Aktueller Kostenpunkt so um die 75 Euro. Die ist also gesunken. Ursprünglicher Wert betrug in etwa 120
20 Euro tatsächlich. Und für diesen Preis habe ich auch alle drei erstmal gekauft. Witzigerweise wurden mir dann zwei Stück im Nachhinein etwas günstiger gemacht, weil sie dann halt gesunken ist. Da musste ich dann im Nachgang keine 120 mehr zahlen, sondern nur 75. Bei der dritten allerdings blieb es bei 120, bei der hier vom lieben Michael. Dann haben wir sie noch in der zweitseltensten Rarität, in der sie zu haben ist, nämlich in Collector's Rare. Collector's Rare ist ja jetzt auch die Rarität, die wir hier im TCG bekommen haben. Die meisten Leute sind ja etwas enttäuscht von der Rarität, weil sie halt nicht so schillert. Das liegt allerdings am Licht. Ich sage es hier ja immer wieder. Ihr seht auch, der Effekt ist hier gerade recht schwach. Hier oben im Beauty Shot werdet ihr allerdings sehen, dass diese Karte durchaus Potenzial hat, wirklich genossen werden zu können. Man muss die Karte halt einfach nur, ich sag mal, wenn überhaupt einmal sleeven, nicht doppelt sleeven und dann einfach ein etwas härteres Licht verwenden, wenn man sich die Karte zu Gemüte führen will, dann ist das ein unglaublich schönes Erlebnis. Nicht umsonst gehört die Collector's Rare mit zu den beliebtesten Raritäten von mir, beziehungsweise ist fast meine Lieblingsrarität. Collector's Rare, sehr schön, Kostenpunkt hier in etwa 20 Euro pro Stück. So, Pi mal Daumen, und dann haben wir natürlich noch die billigste Variante, in der es diese Karte gibt. Da habe ich hier ein Playset, und das ist eben die Prismatic Secret Rare aus der Rarity Collection. Ich glaube, die geht so zwischen 2 und 5 Euro in etwa. Also jetzt nichts Überwältigendes. Ist halt so der Ausweichspot für jeden, der sich die teuren Varianten halt nicht leisten kann. Wobei man sagen muss, die Collector's Rare für ein 20 ist auch, wenn man mal guckt, was die Collector's Rares hierzulande kosten, ist das auch eigentlich gar kein Thema. So, weiter geht's mit einer weiteren Premium Gold Rare, die wir jetzt übrigens auch bekommen, die Rarität aus dem OCG, und zwar ist das Himmelsjäger Askagari. Wie viel die Karte aktuell geht, weiß ich nicht, da muss ich nochmal nachgucken. Es gibt hier tatsächlich ein paar Karten, wo mir die Preise nicht mehr geläufig sind. Ich wusste sie mal, aber bei solchen Karten merke ich sie mir in der Regel nicht immer. Aber jetzt, wenn ich sie mir nochmal durchlese, ich meine, ich blende es ja ein, dann werde ich es mir auf jeden Fall merken können. Dann haben wir noch eine Super Poly. Das sind jetzt so die Premium Golds, die nicht so wertvoll sind. Ihr wisst ja, pro Display Rarity Collection 3 bekommt man ja immer eine Premium Gold, die witzigerweise auch immer im selben Booster ist, nämlich immer im ersten Booster des Displays. Das sind jetzt halt, also Kagari geht noch ein paar Euro, das weiß ich, aber die hier, keine Ahnung, die war glaube ich bei 3 bis 5 Euro. Also das sind jetzt so Premium Golds, die sind nicht short, die bekommt man tatsächlich auch am häufigsten. Genauso auch die beiden hier, die Rangsteigerungszauber. Sehr schöne Karten an sich. Also die gibt es bei uns ja in Secret, da finde ich sie fast noch schöner. Aber halt auch vom Wert her zu vernachlässigen, sage ich mal. Nicht besonders viel wert. Aber man kann sie sich mal mitnehmen, und warum nicht? Ist eine schöne Rarität. So, mit was machen wir weiter? Jetzt weiß ich es gerade selber nicht mehr. Ah ja, genau. Hier haben wir diesen neuen Dark Lord, den habe ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt im Rise of the Duelist Opening. Übrigens ein hervorragendes Opening mit einem Pull, wo es mir die Fresse richtig hart auf die Tischplatte geklatscht hat, auf gut Deutsch. Sehr cool. An der Stelle, mega nice. Guckt euch das mal an, das ist das neue Ultimate Rare aus Japan. So sehen jetzt Ultimate Rares aus. Auch hier ist es so, dass der Effekt der Karte zum Tragen kommt, wenn sie unter das richtige Licht gehalten wird. Dementsprechend werdet ihr es hier im Beauty Shot sehen. Von der Karte habe ich mir witzigerweise eine ganze Menge rangeholt, nämlich insgesamt 9. Die erste habt ihr schon beim Rise of the Duelist Opening gesehen, und die anderen 8 habe ich jetzt hier. Genau, die ist recht günstig. Ich glaube, da liegt eine bei ungefähr 3,50 Euro. Also nicht besonders teuer, aber einfach mal zum Mitnehmen. Warum nicht? So, weiter geht's mit ein paar Collectors Rares aus der Rarity Collection 3. Die habe ich tatsächlich erst heute bekommen, am Aufnahmetag. Das ist einmal Raigeki. Sieht in der Rarität wunderschön aus. Ich habe sie auch schon unter das entsprechende Licht gehalten und muss sagen, wow. Ey, der Effekt bei Raigeki ist halt einfach übertrieben fett. Es sind auch schon quasi 9 weitere bestellt worden, beziehungsweise 8 weitere. Die ersten 4 Stück wurden tatsächlich auch von meinem Händler schon bestellt, von dem David. Die anderen 4 werden dann zu einem anderen Zeitpunkt bestellt. Genau, das heißt, die hier werden demnächst auch noch ein paar Mal reinkommen. Ob ich sie dann nochmal in den Neuzugängen zeige, sei mal dahingestellt. Es ist halt immer schön, Karten in dieser Rarität zu sehen, die so richtig Kultstatus haben, egal ob es jetzt neue Karten sind oder alte Karten sind, wie zum Beispiel Kagari ist ja bei den Himmelsjäger-Ass-Karten sowieso eine der bekanntesten, sage ich mal, beziehungsweise das ganze Himmelsjäger-Ass-Thema hat ja schon Kultstatus, und dementsprechend immer wieder schön, auch solche Karten in der Rarität zu sehen oder eben die alten Klassiker. Gut, dann haben wir nicht weniger schlecht, ebenfalls aus demselben Set, aus der Rarity Collection,
den Harpyen Flederwisch in entsprechendem Collector's Rare, auch wunderschön. Den habe ich, glaube ich, noch vom lieben Kevin gekauft, genauso wie viele andere Karten hier aus der Sendung, wie zum Beispiel die drei Premium Golds noch. Deswegen, also ihr seht, hier sind eine Menge Karten aus der Rarity Collection 3. Harpyen Flederwisch, Raigeki, die ganzen Golds, die ganzen Mädchen hier und auch die Super Poli. Es ist einfach ein Set, das sich unglaublich lohnt, mal aufzumachen. Speziell, also fast alle Karten aus dem Set gehen ein paar Euro. Also das war simply unlucky bei den größten Crap-Karten, die wirklich nur 2 Cent gehen, wo der Mensch schreibt, $4 Baby, $4 Baby. Das ist tatsächlich hier wirklich der Fall. Also es ist wirklich so, dass sehr, sehr viele dieser Karten einfach mal 2-3 Euro gehen. Und das ist eigentlich im Prinzip der größte Random-Quatsch, den du ziehen kannst. Also du kannst bei diesem Set eigentlich kaum Verlust machen. Das ist richtig, richtig heftig. Ich habe noch nie ein Set gesehen, wo das wirklich legitim der Fall ist. Und zu guter Letzt habe ich euch noch hier einen Cyberdrache Nächster in Collector's Rare, den ich ja letztens schon mal so ein bisschen gespoilert hatte. Im Spenden-Opening war es, glaube ich, rangeholt. Auch hier werdet ihr jetzt im Beauty Shop wieder sehen, wie die Karte zur Geltung kommt. Hier an der Stelle leider nicht. Einfach wegen dem Softboxenlicht, das so ein bisschen Schwierigkeiten dabei hat, das Licht ordentlich zu brechen, sage ich mal. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Karte. Wert liegt hier so um die 10 Euro in etwa, das weiß ich noch. Dementsprechend keine wertlose Collector's Rare, ein sehr guter Pull. Wir haben sie, glaube ich, selber damals beim Opening dieses Sets auch gezogen. Vielleicht verlinke ich euch das in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung das Rise of the Duelist Opening sowie das Rarity Collection 3 Premium Gold Edition Opening. Ja, meine Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit der heutigen Folge Neuzugänge. Ihr seht, wir haben hier wieder ein Eldorado an schönen Karten. Unglaublich. Und gar nicht mal billig, speziell durch Gaia, die Ghosts oder auch das Magiermädchen in Premium Gold und Collector's Rare wird die ganze Folge preislich doch enorm in die Höhe gehoben. Was die ganze Sache an Gesamtwert hat, kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Ihr werdet es dann im Titel sehen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wie bereits gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abonnement da, falls euch der Content auf dem Kanal zusagt. Und wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.